Finaltag bei der Europameisterschaft der Mountainbiker. 1500 Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren es am Anfang. Viele Europameister wurden ja schon ermittelt, wie gestern im Downhill bei den Männern und bei den Frauen. Und bei den Männern gab es ja das erfreuliche Ergebnis mit Jürgen Sprich, der seinen Europameistertitel verteidigen konnte. Also sehr, sehr gut. Der Champi, der Champion, wie er auch genannt wird, Jürgen Sprich. Und heute, da gehen die Cross-Country-Spezialisten auf den 8,5 Kilometer langen Rundkurs. Die Frauen, 70 sind es an der Zahl, müssen ihn viermal umrunden und die Männer dann anschließend sechsmal. Also das ist schon ein ganz, ganz dicker Brocken, vor allen Dingen, weil der Kurs sehr, sehr schwierig ist mit steilen Aufstiegen und auch einigen Trials und Singletrack und auch steilen Abfahrten. Da gibt es also einiges zu tun für die Fahrerinnen und Fahrer. Silvia Fürst, die Schweizerin, ist natürlich eine Mitfavoritin bei den Damen. Chantal Daucourt, wir haben ja leider keine, die da mitfahren könnte. Höchstens Hetta zu Putlitz. Mal sehen, was die deutschen Fahrerinnen machen. Bei den deutschen Männern ist es ganz anders. Da könnte zum Beispiel Mike Kluge ganz vorne mit dabei sein. Wir werden es sehen. Zunächst einmal haben wir uns aber mit Favoriten, aber auch mit Pechvögeln unterhalten. Die Hand gehört dem Schweizer Pechvogel Albert Eaton. Was ist ihm denn passiert? Ja, vor einer Woche beim Weltcup in Kaprun bin ich bei der Besichtigung gestürzt, weil mir der Vorderreifen geplatzt ist. Und das ist immer so ein Albtraum von jedem Biker. Dann habe ich hier den Handballen, ist die Haut weg und auch hier am Ellbogen. Und das schmerzt sehr, wenn die Schläge hier durchkommen. Vor allem beim Downhill, wo trotzdem sehr technisch ist, das ich eigentlich sehr liebe. Und ja, so ist es. Und ich versuche es beim Cross-Country trotzdem. Das Tandem der Pechvögel bei den Männern komplettiert ein prominenter Deutscher, den man eher aus vergangenen Straßenprofi-Zeiten kennt. Jetzt fährt er Cross-Country oder auch nicht. Ja, in der Ausschreibung stand, dass man die Nummer bis um 20 Uhr holen kann. Ich war um 18.30 Uhr dort. Die hat leider dann schon um 18 Uhr geschlossen, die Nummerausgabe. So habe ich keine Nummer bekommen. Heute Morgen um 8 hat sie wieder aufgemacht, aber da war schon mein Vorlauf und so konnte ich nicht mitfahren. Und das nimmst du sehr, sehr schwer, oder? Ja, es geht. Ich meine, ich habe nicht weit zum Fahren. Ich wohne 2 Stunden von hier mit dem Auto. Und ich meine, meine Form ist auch nicht so gut, dass ich sagen könnte, ich komme in die ersten 10 der Europameisterschaft und dann nehme ich die Sache nicht ganz so tragisch. Jetzt aber zu den Favoriten. Die Schweizerin Chantal Daucourt oder vielleicht ihre Landsmännin. Dieses Jahr bis jetzt ist es mir nicht so gut gelaufen. Ich war nie richtig in Form und ich glaube, meine Form ist jetzt ansteigend und ich hoffe, dass ich heute ein gutes Resultat fahren kann. Also mein Ziel ist auf Podest, ersten 3, aber ich sehe dann, wie es läuft. Wie liegt Ihnen denn die Strecke? Ja, die Strecke ist sehr hart, es hat sehr viele Steigungen und es ist sehr heiß heute und es wird sicher ein sehr hartes Rennen. Technisch ist es nicht sehr schwierig. Wer sind denn Ihre härtesten Konkurrentinnen? Regina Stiefel zum Beispiel, die Deutsche ist ja draußen. Ja, ich würde sagen Chantal Daucourt, Caroline Alexander, Cornelia Sulzer, Eva Orlosova sind sicher die stärksten. Das ist die Hoffnung der Deutschen, Hetta zu Putlitz, die gestern beim Downhill ein wenig Pech hatte, Vorletzte wurde, denn sie hatte ja einen Schaden. Start frei für die 70 Damen. Auf den Rundkurs 8,5 Kilometer ist er lang und viermal muss er durchfahren werden. Vorneweg im Oranje-Trikot die Holländerin Loes van Versch. Da geht es natürlich zunächst einmal um die besten Plätze, denn da ist die Straße noch breit in Klosters, aber dann in Kürze wird es dann schon eng. Und wenn man da hinten im Feld dick drin ist, dann ist es nicht mehr so gut bestellt um die besten Ausgangspositionen im Gelände. Jetzt schon der erste leichte Anstieg. Aber der dicke Brocken kommt ja jetzt. Und da ist sie schon in Führung. Chantal Daucourt, die Schweizerin. Das mag sie ja, das liegt ihr, vorne wegzufahren, das Rennen zu gestalten, das Tempo zu machen.
Chantal Docour beim ersten Anstieg, den sie alle fürchten, über einen Kilometer lang. Da geht es von 1200 Meter auf über 1400 Meter hinauf und da kann man sich schon die Steigung ausrechnen, die die Fahrerinnen da zu bewältigen haben. Dahinter mit der 11:38, das ist Caroline Alexander aus Großbritannien. Sie war international bisher noch nicht in Erscheinung getreten. Für sie wäre es ein großer Erfolg, wenn sie da auf dieser Position bleiben könnte. Da ist Hedda zu Putlitz noch ganz gut platziert. Unter den ersten 10, aber vorneweg fährt Chantal Docour. Und dann kommt das Feld schon etwas aufgesplittet. Silvia Fürst da noch eben durchs Bild gefahren. Und das ist das erste Mal, dass sie so richtig auf den Single Track gehen müssen. Wir begleiten Chantal Docour diesem doch etwas technisch anspruchsvollen Weg hinunter. Dahinter, das ist die Italienerin Paola Pezzi. Auch sie nimmt die Passage ohne große Schwierigkeiten, liegt an zweiter Position. Und das ist Cornelia Sulzer, die österreichische Staatsmeisterin. Die sich auch hervorragend durch diese eher Trial-ähnliche Strecke kämpft. Und das gehört natürlich dazu, mitten auf der Strecke. Giovanna Bonazzi ganz kurz durchs Bild gefahren, die Downhill-Europameisterin. Ein wunderschöner Blick nach Klosters im Ziel. Da ist auch schon Silvia Fürst, aber etwas unprogrammgemäß. Was ist ihr denn passiert? Ich bin in der ersten Runde in einer kleinen Abfahrt, wo so ziemlich viele Steine hat, bin ich mit dem Hinterrad aufgeschlagen. Und dann hatte ich ein 8 im Rad. Jetzt wird immer der Ruf laut bei euch nach Depots, nach Fahrraddepots, dass ihr wechseln könnt. Wie ist es denn damit? Wäre das ein Vorteil? Ja, es wäre sicher gut. Aber wenn ich da zum Beispiel 5 Kilometer von diesem Posten entfernt bin, dann nützt es mir eigentlich auch nicht sehr viel, weil so kann ich auch das Rennen nicht gewinnen. Auf dem Weg, das Rennen zu gewinnen, ist diese Fahrerin. Das ist Chantal Docour, die da von ihrem Nationaltrainer begleitet wird und auch versorgt wird. Andi Seeli, die gute Seele im Team. Das ist natürlich nötig, beim letzten Mal beim Aufstieg Erfrischung zu bekommen, wie jetzt auch mit der Startnummer 11:49. Paola Pezzi aus Italien, die immer sehr, sehr schnell angeht. Das ist ihr Problem. Und dann fehlt ihr am Ende die Kondition. Also da müsste sie noch ein wenig an ihrer Taktik feilen. Ansonsten hätte sie es schon im Kreuz. Genauso wie die Engländerin, wie Caroline Alexander, die beide jetzt hinter Chantal Docour hertreten müssen. Cornelia Sulzer, die Österreicherin, die jetzt Boden gut gemacht hat, nach vorne fahren konnte und da noch Kraftreserven mobil machen kann auf den letzten Kilometern. Denn wir sind schon in der letzten Runde. Und die zwei haben es leicht, die schauen sich das Ganze in Ruhe von oben an.
Hedda zu Putlitz. Sie liegt gut, sie liegt unter den ersten 10, aber der Vorsprung von Chantal Docour ist schon zu groß. Und das ist der Pechvogel, Regina Stiefel, die nur zuschauen kann. Auch sie wäre ganz gern im Cross-Country-Wettbewerb mitgefahren. Den Downhill musste sie ja auslassen, den Downhill, der ja ihre Spezialität ist, wo sie beste Chancen gehabt hätte, Europameisterin zu werden. Aber das wurde ja gestern Giovanna Bonazzi, die Italienerin, und heute vielleicht diese Fahrerin Chantal Docour auf dem Weg ins Ziel. Noch einmal der Aufstieg auf dem Guggenboden. Caroline Alexander hat sich an die zweite Stelle vorgekämpft. Hat also die Italienerin überholen können. Paola Pezzi zurückgefallen. Ich habe es angesprochen. Sie kann sich da ihre Kraft nicht so gut einteilen. Mit der 11:54, das ist Paola Turcutto an der dritten Stelle und auf dem vierten Platz im Moment bei dem Aufstieg Cornelia Sulzer. Sie warten auf die Zielankunft. Und wer könnte es anders sein? Es ist Chantal Docour, die mit einer Zeit von 2 Stunden und 1 Minute ins Ziel kommt. Große Freude bei ihrem Trainer, bei Andy Seele und bei ihr. Dahinter, das ist Caroline Alexander, die Fahrerin aus Großbritannien. Und jetzt sind wir gespannt, wer an dritter Position kommt. Ist es die Italienerin? Nein, es ist Cornelia Sulzer, die Österreicherin. Eine Überraschung. Eine Überraschung. Sie konnte da Paola Turcutto noch auf den vierten Platz verdrängen. Da beißt sie die Zähne zusammen, kommt ins Ziel und ist von Krämpfen geschüttelt, kann sich kaum noch auf dem Rad halten und muss sofort von den Betreuern versorgt werden. Unterdessen ist Chantal Docour die Siegerin, schon wieder ganz locker. Es war super, kein Problem. Am Anfang, von Anfang bis am Ende, es ging, läuft. Velo, Beine, Beinen, alles ging. Und keine Konkurrentin? Heute nicht. Nein, es ging. Im Weltcup bin ich die Erste von Europa auch. Und ich habe gedacht, dass ich eine Chance habe. Aber es ist nur ein Tag und du musst fit sein. Manchmal geht es, manchmal nicht. Wie war denn die Strecke? War sie schön? Ja, gut für mich. Sehr steil, und aber nicht genug Technik für mich. Aber schon gut. Die Siegerin Chantal Docour in Zeitlupe, und wir kommen gleich zu den Männern. Startfrei heißt es gleich für die Männer, und da haben wir auch ein heißes Eisen im Feuer. Mike, hast du gut geschlafen? Ja, ich glaube die Mal für eine EM. Aber der Planet sticht ganz schön. Der wird sicherlich heute eines der größten Probleme der Rennfahrer sein. Zum einen halt der doch relativ schwere, lange Anstieg. Und da werden natürlich Temperaturen teilweise vielleicht sogar von über 40 Grad sein. Das wird sicherlich die meisten Fahrer doch stark zu schaffen machen. Du bist jetzt ganz vorne in der zweiten Startreihe, nicht ganz in der Pole Position. Geht's gleich von vornherein los, oder? Wenn ich in der zweiten Startreihe so ankomme im Ziel, naja, wäre es wunderbar. Bloß hier wird ein sehr hartes, im Grunde im Start, eine Startphase gefahren. Man muss es im Grunde auch abwägen, weil es wird anschließend direkt gleich wahnsinnig steil. Man geht dann in Pulsregionen von 190 rein und muss da schon ein bisschen verhalten fahren. Ich muss auch sehen, welche Fahrer für mich wichtig sind, um halt vielleicht einige Früh- und Schnellstarter halt wegfahren zu lassen, die sich halt vielleicht zum Ende des Rennens sowieso wieder auffangen lassen werden. Sein härtester Konkurrent steht nicht weit weg von ihm. Der Thomas hat den Mike Kluge fest im Blickfeld, oder? Ja, gleich in der Startreihe. Willst du gleich vorne weg? Ja, mal schauen. Ich muss viele Leute im Blickfeld behalten, wenn ich gewinnen will. Es ist eine ganze Menge, die er da im Blick haben muss. 150 Herren machen sich auf den Weg zum Finale Cross Country. 6 Runden müssen sie absolvieren. 8,5 Kilometer ist der Kurs. Das heißt,
summa summarum 34 Kilometer. Eine sehr, sehr schwierige Strecke mit dem harten Aufstieg, den wir bei den Frauen ja schon gesehen haben. Auch mit einigen Single Tracks, wo es auf die Technik der Fahrer ankommt. Und dann natürlich am Anfang das übliche Gedränge. Die vorne weg sind, die sind fein heraus, die hinten. Wir müssen zu unbequemen Mitteln greifen und teilweise das Rad eben über die Mauer heben. Der erste Anstieg noch wie die Lemminge. Klettern sie hoch, aber dann kommt ja schon der Guckenboden, da geht's hinauf. Und vorneweg fährt Marcel Arndts, der Holländer. Und da ist schon dicht dahinter, an vierter Position, Thomas Frischknecht, der Schweizer. Eine kleine Vierergruppe, aber das wird sich natürlich im Laufe des Rennens noch ändern. Hendrik Djanis, der Däne, ist jetzt im Moment vor Thomas Frischknecht und mit der 18 Marian Jauch. Djanis, amtierender Weltmeister im Cross Country und Weltmeister im Querfeld Einfahren 1992 bei den Amateuren. Ein starker Konkurrent für Thomas Frischknecht. Der ist jetzt aber nur noch allein, beziehungsweise hat einen kleinen Vorsprung herausgefahren, zusammen mit Marian Jauch, dem ehemaligen Straßenprofi, der eine ganz seltsame Karriere hinter sich hat. Er fährt ein Mountainbike, weil er nicht mehr die Straße fahren kann. Da macht sein Bein nicht mehr mit. Da hat er sich beim Unfall einen Nerv abgequetscht. Und nur beim Mountainbiken, durch das Rütteln, da spürt er noch was. Da hat er noch ein wenig Gespür in diesem Bein. Die Abfahrt hinunter, halsbrecherisch und vor allen Dingen staubig. Optimale Bedingungen, obwohl die Temperaturen schon teilweise über 30 Grad kletterten. Aber das ist den meisten lieber als schlammige und dreckige Abfahrten. Aber so müssen sie halt viel Staub schlucken. Thomas Frischknecht kommt in den ersten Single Track auf die technische Strecke. Wird verfolgt jetzt von Martin Novak und der stürzt. Das kostet natürlich wertvolle Sekunden, bis er da wieder hochklettert zu seinem Bike und den Rest zu Fuß nehmen muss. Martin Novak aus Tschechien war er dem Thomas Frischknecht auf dem Fersen, aber verliert Zeit durch diesen Unfall. Ludovic Dubu, der Franzose, mit 150, das war Daniele Bruschi, der Italiener. Da kommt Jens Schwedler, der Deutsche, eher heruntergelaufen als gefahren. 40 Sekunden sein Rückstand. Und wo war Mike Kluge? 5 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt schon verstrichen zu Thomas Frischknecht. Da hinten kommt der Pechvogel. Gleich in der ersten Runde hatte er platt gefahren, den Reifen innerhalb einer Minute gewechselt, aber dann gleich dahinter noch einmal einen Defekt und das brachte ihn natürlich aus dem Tritt. Aber er hat seinen Tritt gefunden, Thomas Frischknecht. Schon mit einer größeren Distanz auf die Verfolger. Da kann er in Ruhe zurückblicken, wenn er diesen Tritt, diesen starken Tritt noch beibehält. Dann könnte er es schaffen. Dahinter jetzt, ja, der nächste Schweizer, der Schweizer Meister mit der 121, Erich Übelhardt, dreimaliger Schweizer Meister, war er Europameister im letzten Jahr und auch 1991. Also er versucht natürlich den Hattrick. Und Daniele Bruschi, der Italiener, ist der Dritte, ist den beiden Schweizern am Hinterrad. Der Aufstieg auf den Guggenboden auf 1450 Meter. Fast 250 Höhenmeter müssen sie hochklettern und das auf nur einem Kilometer. Thomas Frischknecht. Einsam an der Spitze zu diesem Zeitpunkt. Nach der Hälfte des Rennens, Erich Übelhardt hinter ihm.
nach drei Runden diese Positionen. Frischknecht vorne, sein Landsmann Übelhardt dahinter. 45 Sekunden sein Rückstand auf den anderen Eidgenossen vorne weg. Natürlich Heimspiel hier in Klosters für die Schweizer. Aber auch eine Menge Italiener sind angereist. Daniele Bruschi, der Dritte, ganz im Blau. Gut platziert der nächste Deutsche mit der 178, Armin Müller. 2 Minuten Rückstand, ungefähr Elfter ist er zu diesem Zeitpunkt. Als bester Deutscher platziert. Und ob Mike Kluge den Rückstand noch wettmachen kann. Zunächst einmal mit der 133 Jens Schwedler. Und auch jetzt wieder die Frage, kann vielleicht Mike Kluge auf den letzten beiden Runden noch einmal Zeit gut machen? Aber da sieht man es schon, da lässt er die Beine hängen, strengt sich nicht mehr großartig an. Über 6 Minuten sein Rückstand jetzt. Und da zeigt es an, das war's für ihn. Er gibt dann gleich auf. In der vorletzten Runde dann das Aus für Mike Kluge. Schade, er hat sich auch mehr erwartet von dieser Europameisterschaft. Obwohl er sich mehr auf die Weltmeisterschaft konzentrieren wollte. Wir warten auf den Sieger. Wer könnte es anders sein? Thomas Frischknecht, der Schweizer, hat da einen anderen sogar noch überrundet. Und jetzt ist die Frage, wird es einen Schweizer Doppelsieg geben? Wer kommt als Zweiter? Nein, es ist Daniele Bruschi, der Italiener. Und wer gewinnt Bronze? Peter Ritz aus der Slowakei kam dann auf den dritten Platz. Ja, ich muss sagen, das Rennen war für mich schwer, weil das war schon sehr lange, als ich da schon sehr früh alleine vorne weg war. Das war eigentlich nicht so, wie ich mir das ausgerechnet hatte. Aber das Rennen ist einfach so gelaufen und ich hatte dann versucht, ja, diesen Vorsprung zu behalten, als mich zurückfallen zu lassen und dann wieder zu attackieren. Und es war schon ziemlich hart und ziemlich lange, das muss ich zugeben. Wann wusstest du denn, dass du Europameister wirst werden kannst? Schon in der ersten Runde, als Mike Kluge den Schaden hatte? Ja, gut, ich hatte eigentlich von Mike für dieses Rennen nicht so große Furcht. Ich glaube, seine Rennen kommen erst noch. Aber ich war schon ein bisschen überrascht, dass schon viele Favoriten in der ersten Runde, in der ersten Steigung einen kleinen Abstand hatten auf dem ersten Bergpreis. Und dann habe ich gewusst, das ist mein Tag. Der Finaltag bei der Mountainbike-Europameisterschaft in Klosters war der Tag, der Schweizer Chantal Daucourt gewann den Cross-Country-Wettbewerb bei den Frauen. Und jetzt zu guter Letzt, da war es Peter Frischknecht, der Schweizer, der ganz oben auf dem Treppchen stand, vor Daniele Bruschi aus Italien und Peter Ritsch aus der Tschechischen Republik. Die Deutschen hatten ein wenig Pech bei dieser ganzen Europameisterschaft. Heute traf es Mike Kluge. Bereits in der ersten Runde hatte er einen Defekt, konnte also nicht ganz vorne landen. Und sowieso der größte Pechvogel, Regina Stiefel, die Downhill-Expertin. Sie konnte erst gar nicht zum Wettbewerb antreten. Aber einen Europameister haben wir ja. Jürgen Sprich, der Champi, wie er genannt wird. Er war gestern der Champion, der Europameister bei den Downhill-Fahrern. Wir hatten super Wetter, wir hatten super Bedingungen, vor allen Dingen die Fahrer hier in Klosters bei dem tollen Wettbewerb, bei den tollen Europameisterschaften. Das war's von hier aus Klosters, aus der Schweiz. Ciao, arrivederci und servus.